Servus Freunde, was geht ab? Ich bin Svati wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ja, heute habe ich das Album von meinem Bruder Kollega, Imperator. Sehr lange habe ich auf dieses Album gewartet und ja, das Album hat mich abgehoben. Ich weiß nicht, wie das Kollega hinbekommen hat, aber ich war für kurze Zeit in der Luft. Ja, ja. Ich weiß nicht wie. Die Beats, die Atmosphäre und die Lyrik. Übertrieben krass, ehrlich. Ich war mittendrin statt nur dabei. Richtig krass und ehrlich. Und ja, Mann, wenn du das auch spüren möchtest, die Atmosphäre und alles andere und willst in das rein, in das Album, Freund der Sonne, kauf dir Kollegas Album, Imperator, wie ich. Nein, Spaß, das war reingeschissen, aber okay, ich lasse es mal so. Das war richtig geil. Freund der Sonne, ja, in der Videobeschreibung sind ein paar Links. Unterstützt immer gute Musik. Eine Hand wäscht die andere Hand, Bruder. Oder Schwester, oder Tante, wer auch immer. Du weißt, in der Videobeschreibung sind ein paar Links. Ich habe die schön für euch rausgesucht. Einfach einen Klick, gehst du drauf und kaufst dir das Album. Das ist doch nicht mal so ein paar Cent. Das hat jetzt, diese Box hat 40 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob die ausverkauft ist. Vielleicht ist die ausverkauft. Deshalb musst du schnell ergattern. Du weißt doch, Schnäppchenjäger, okay, ist ein Schnäppchen, aber trotzdem. Bringst einfach Pfandflaschen weg, dann geht es. Und ja, ansonsten kaufst du die Standard-CD oder MP3-Version, ne? Digital ist legal. Nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall. Wenn du es haben willst, ne? Kurz in der Videobeschreibung. Viele fragen sich, wie geht das? Einfach Videobeschreibung, Mann. Hast du noch nie YouTube benutzt oder was? Aber naja, reingeschissen. Ja, machen wir weiter. Wir sind professionell. Moment, Brille hoch, so. Butterfly für Arme. Er zerschnibbelt, zersägt oder zerschneidet jede Box. Weiter geht's. So. Auf jeden Fall, die Box ist richtig krass. Ich feiere die. Auf jeden Fall kannst du schön in die Vitrine tun. Ganz ehrlich, diesen Design, Respekt. Hoffe, ich sieht mal. Warte, ich mache die Box erstmal auf, ne? Ganz schnell, damit wir das besser präsentieren können. Zack, zack. Bannerback, Ombak. So. Zur Seite. Boah, das fühlt sich richtig geil an. Also auf jeden Fall matt ist es, nicht so glänzend glatt. Boah, das Cover finde ich extrem geil. Das erste Cover haben sich ja viele beschwert. Was soll das Scheiß und so weiter. Junge, beschwer dich auch für was anderes. Immer beschwerst du dich. Ehrlich, ich hasse sowas. Für jede Scheiße beschwert man sich heutzutage. Leb doch mal dein Leben. Geh mal Schule machen, dann ist gut. Auf jeden Fall, weiter geht's. So, richtig krass. Mit den, ich weiß nicht, was, wie nennt man diese Statuen? Römische oder... Ja, ich habe die Namen vergessen. Schreibt in die Kommentare, verbessert mich natürlich. Und ja, schreibt, ob ihr das Album gekauft habt oder nicht. Auf jeden Fall richtig geil. Hier sieht man Imperator. Da ist noch eine Schrift. Das, ich glaube, das sieht man nicht in der Licht. Warte. Nein, das sieht man nicht. Vielleicht ein bisschen. Das steht noch hinter Imperator im Schatten mäßig. Richtig geil. Und Kollege auch. Und das finde ich extrem Hammer. Ja, von der Seite. Da ist nochmal eine Statue. Da hinten sind die drei Stück. Ohne Kollege halt, weil, ja, der ist ja im Vordergrund. Von unten, von der Seite, ist jetzt die Statue, von oben nichts, lalala. Okay, 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 nicht so, ich rede zu viel, ich weiß. Reingeschissen, ey. So, machen wir die mal auf. Ach so, das ist ja Hammer. Das machen wir gleich, das tue ich mal zur Seite, schlägst du hier hin. So. Hammer. Also, auf jeden Fall, so sieht die Box aus, ne? Von hinten, ne? Und jetzt, wenn ich die Box aufmache, vielleicht habt ihr das noch nie gesehen, dass eine Box innen drin leer ist. So sieht das aus. Also, wenn die leer ist. Okay. Weiter geht's. Zur Seite mit dir. So, was machen wir zuerst auf? Machen wir das hier. Poster. Ein Poster ist drin, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, was für ein Poster. Oh, zum Glück nicht so groß. Ich feiere das nicht, wenn das riesig ist. Kannst du deine Wand tapezieren, Bruder? Was los? So, auf jeden Fall. Das Cover. Vom Imperator. Richtig geil. Ja. Hoffe, sieht man das. Wenn nicht, reingeschissen. Von der anderen Seite. Zack, zack, Poster. Das ist das Hood Tape. Hood Tape 2. Und alles ist drauf. Sogar mit den Tracks. Guck mal, die Tracklist. Aber die lese ich jetzt nicht vor. Kein Bock. Auf jeden Fall richtig geil. Kann man auf jeden Fall auf die Wand oder in die Wand hängen. Ich weiß ja nicht, wo du im Rohbau wohnst. Manche wohnen ja im Rohbau und können das zwischen die Wände reintun. Ja, ja. Naja. So, was ist das? Ein T-Shirt. Wow. Ein weißes sogar. Das haben die hier wieder weggemacht. Egal, ich zeige euch das mal. Warte. Sauber. Also, das ist geil. Ein Löwe
mit so Visage-Ringen. Kennst du die? Ihr kennt doch diese Visage-Ringe. Ähnelt das, klar. Aber richtig geil. Also kann man tragen, das T-Shirt. Ist gut. Da steht noch drauf, warte, ich muss selber lesen. Hinten ist weiß. Imperator Alpha Music Empire. Ah ja, das ist ja das erste Mal, dass Kollege über sein eigenes Label was veröffentlicht, präsentiert. Richtig krass. Der hat's gebracht, Mann. Der hat's gebracht. Irgendwann, ich will auch signen, Bruder. Vergiss nicht. Fatih Cetin, meine Adresse gebe ich dir dann. Schreib mich einfach an. Ich signe bei dir. Stand mir vor, auf Schwarz, sagt er ja, okay. Ich mache direkt EP auf euren Nacken. Vielleicht ist das kostenlos, vielleicht muss ich ein paar Prozent abziehen und so. Wir gucken mal. Aber erstmal muss das klappen, wenn nicht reingeschissen. So, auf jeden Fall geiles T-Shirt. Qualität fühlt sich normal wie ein T-Shirt an. Ja, von wo das kommt, steht da nicht. Wurde abgeschnitten. Ihr Trickser, ja, ja, egal. Da hängt ein bisschen Fluse-Dingsbums dran, Schnur. Sieht man nicht jetzt. Aber warte, ich gehe näher jetzt. Das ist ein bisschen mies so, weißt du, warum schneidet man das ab? Egal, egal. Schönes T-Shirt. Riecht gut. Ich glaube, das ist ein bisschen Baumwolle oder Polyester. Oder beides. Warte, ich das fährt runter. Ach, scheiß drauf. Machen wir das so drauf. Yalla. So. Meine Nase juckt. Was da? Ah, das ist die Geldklammer. Freunde der Sonne, wir haben kein Geld, aber Formflaschen. Da kann man endlich was draufhängen. Deus Maximus. Schaut das Ding mal an, ey. Richtig pervers. In Gold mit Diamanten drauf. Läuft bei uns. Oder man sagt, bei uns teleportiert schon, wie Son Goku. Wir sind schon an andere Stelle, aber egal. Hoffe, sieht man das. Deus Maximus. Richtig geil. So, Geldklammer ist aber, ja, wenn man nicht Geld hat, dann ist es mies so ein bisschen, ne? Egal. Wechsel einfach 50 Euro in 5 Euro Scheine und dann geht es schon. Aber ja, die Geldklammer ist ein bisschen offen, ne? Das war vielleicht ein bisschen eng verschlossen. Aber egal, reingeschissen. Ist ein schönes Gadget, kann man schön irgendwo hinstecken. Naja. So, ja, wie viel haben wir schon? 7 Minuten schon, yalla, ich rede zu viel. So, was ist das? Instrumental-CD. Richtig krass. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, da kauft ihr die Box. So, ah ne, so rum. So sieht das aus. Kannst selber deine Parts drauf rappen, wenn du es kannst. Und richtig geil. Finde ich immer super schön. Manchmal höre ich auch nur die Beats, weil die richtig krass sind. Stark produziert. Die Produzenten werden immer so in Schatten gestellt. So. Man muss sich vorstellen, wer ist der Produzent hier? Ich habe keine Ahnung. Egal. Steht irgendwo, ich weiß, aber jetzt habe ich keine Lust vorzustellen. Ey, ich halte es in den Händen. Das Hood Tape Volume 2. Teil 1 war schon über King. Ich habe es auf Handy. Und Teil 2, direkt, ich habe das noch nicht reingehört, gebe ich so. Aber das normale Album habe ich angehört und die Bonus-Songs. So sieht die CD aus. Freunde der Sonne, das Feeling kommt gleich. Ehrlich, Unboxing beende ich, direkt Yalla auf Nacken, direkt anhören. 27 Tracks auf unseren Nacken. Apokalypse war schon krass, habe ich schon, habe ich gefeiert, ehrlich, 2, 3, 10, 40 Mal gehört. Kennst du von 3, 2 auf 40? Nee, ich habe es oft gehört und das war übertrieben und ich freue mich schon drauf. Nachher. So, beides haben wir gezeigt. Hood Tape, ey. Richtig krass. Weil, das ist einfach genial. Ich habe mich schon so gefreut, scheiß auf den Inhalt. Allein die Box ist schon wert, wenn Hood Tape drin ist. Weil... Das sind 27 Tracks, einfach so auf deinen Nacken und hoffentlich Oldschool-Kollege so. Ich habe auch nicht Snippet oder was auch immer, wenn das draußen war, ist, angehört. Ich habe nichts angehört. Ich will das so, die Atmosphäre selber fühlen. Ich bin jahrelang Kollege-Fan. Ich habe sehr viele Kollege-Alben. Also fast jedes Album, außer 2 oder 3 Stück. Kennst du fast jedes? Ja, das ist so. Aber ich habe alle, ne? Nur nicht physisch, also als CD, leider. Und das ist das Miese. Aber sonst habe ich jedes Kollege-Album. Eigentlich habe ich jedes Kollege-Album, egal, reingeschissen, schlaf zu viel. Ich habe jedes Kollege-Album, aber nicht physisch, jedes. So, ganz einfach. Imperator, in den Super Jewel Case, sieht man den Abrundungen. Richtig nice, die Tracklist sind 18 Stück. Freunde der Sonne, wo ich das Album gestern Abend gehört habe, zweimal. Erste Mal war schon krass so. Und dann zweite Mal habe ich noch die krassen Lyrik manche verstanden. Erste Mal habe ich so gedacht, okay, höre ich mal so grob rein. Und dann zweite Mal, boah,
Atmosphäre pur. Immer mit guten Kopfhörern oder Anlage hören. Nicht so billige Handyscheiße oder Laptop. Immer schon gute Kopfhörer benutzen. So sieht die CD aus. Von innen. So, kommen wir zum Booklet. Ganz schnell, ich laber schon zu viel. Ihr habt keinen Bock mehr, ich weiß. Aber egal, reingeschissen. So, was ist das? Deus Maximus Dingsbums. Checkt es ab. Booklet. Hinten so. Ganz schnell. Wow, was für ein Bild. Ehrlich. Immer mit der Zigarre am Start. Schöne Uhr ist das. Boah. Visage. Geile Jacke, die will ich auch haben. Gibt es aber nicht meine Größe. Naja, eingeschissen. So, hier ist der Boss am Telefonieren. Oh, ich krieg einen Anruf. Ja, salam. Ja, Kollege, Bruder, was geht ab? Ja, ich mach gerade Unboxing von dir. Ja, ja. Was? Ich bin bei dir. Ja. Label, Vertrag machen wir schon. Habibi, ich küsse dein Auge. Naja, wir sehen uns. Hau rein. Ciao. Vergiss nicht zu teilen. I love you. So, naja, reingeschissen, ey. Ich bring das auch noch. Ich bring das auch noch. Hier ist der mit Zigarre. Wieder Zigarre, richtig geile Fotos. Geile Jacke, finde ich übertrieben geil. Guckt, hoffentlich sieht man das. Ich mache ganz schnell, aber egal. So, zack. Krasse Fotos, ehrlich. So, zack, zack, Kollege. Und die Credits. Okay, das war's. Jetzt sage ich euch mal ein, zwei Lieblingssongs von mir, was ich richtig übertrieben gefeiert habe auf das erste Mal. Ehrlich, Freunde, wo ich den Song warte, ich sage, wie der heißt. Scheiße, jetzt Booklet falsch. Egal. Siegerlächeln war schon krass. Das war richtig Kollega-Beat. So. Hat mich übertrieben weggehauen. So, weißt du? Und zum Beispiel der Song mit Farid Bang. American Express. Ehrlich, JBG-Feeling war da. Oder ist da. JBG 3 muss nächstes Jahr kommen. Auf jeden Fall. Ey, das Feeling. Zieht euch das rein. Denkt so, ey, ich hab Bock auf JBG, Alter. Und das hat mich übertrieben gefeiert. Kaiser Aurora. Ehrlich, bisschen zu kurz. Ich dachte, jetzt macht er so 20 Minuten Intro. Also, weil das erste Track war und das habe ich gedacht, so 20 Minuten oder so. Pure Massaker. Aber ist okay, bisschen kürzer. Weil Königs Aura war schon krass. Boss Aura war auch krass. Aber Kaiser Aura, eine Schatte höher. Okay, ich weiß nicht, Königs Aura ist für mich ein bisschen krasser, finde ich. Aber ist ja egal. Ich muss kurz was raussuchen. Ich will euch unbedingt was zeigen. Oder sagen. Ihr kennt doch Mondfinsternis. Na klar, jeder Kollege-Fan kennt Mondfinsternis. Wenn nicht, du hast keine Ahnung, dann zieh dir rein. Auf jeden Fall, wenn du es kennst, da gibt es auch diese eine Punchline. Ne, hör zu. Die Uzi läuft schwarz wie die Mondfinsternis. Ne? Ziele mit der Gun, kille deine Gang, rolle weg mit dem Jeep. Ne? Das ist ja krass gewesen so. Hoffe, ich hast verstanden, ich kann Deutsch. Und danach bei Sonnenfinsternis, ey, das, ehrlich, Nostalgie pur, richtig Katastrophe, ey, wo ich das gehört habe, ich denke so, ich kenne das doch irgendwoher. Dann hör zu, gerade war es ja, Uzi läuft schwarz wie die Mondfinsternis, jetzt steht da, bei Sonnenfinsternis, Uzi läuft schwarz wie die Sonnenfinsternis, kille deine Farm, rolle mit den Bands, fick deine Gang, ey, das, ach, ey, genau diese Stelle. Es hat mich abgehoben. Ich war in der Luft, ich war in der Galaxie, in dein Gött, wo auch immer. Freunde der Sonne. Ehrlich, Sonnenfinsternis ist einfach geil gewesen. Ey. Guck mal, ich lächle. Das ist ein Kollege-Fan. Schreibt einen Hate. Macht euer Auge kaputt. Egal. Okay, reingeschissen. Ich hab schon so viel geredet. Freunde der Sonne, checkt Kollege ab, unterstützt immer gute Musik und dann, ja, wir sehen uns. Euer Fatih. Mach's gut. Ciao.